Du erhältst Manikati. Bei diesem Schwert würde ich aber auch sparen. Es ist ein sehr tolles und echt krasses Schwert, aber ihr habt es schon gesehen. Man hat bei jeder Waffe hat man eine Ablauf-Benutzungsdauer, so gesagt. Ich habe zum Beispiel ein neues Eisenschwert, kann ich 45 mal benutzen und bricht es, es ist weg. Sogleich bei Manikati. Ne? Das heißt, mit heiligen Waffen eher sparen. Dies ist also das Manikati, eine Klinge wie keine andere, sagt der Lanzenfan. All dies ist so unglaublich, das wohl berühmteste Schwert von ganz Sazae in meiner Hand. So unglaublich ist es nicht, viele Legenden erzählen ähnliche Geschichten. Im gesamten Land rufen ganz besondere Waffen nach ihren rechtmäßigen Besitzern. Doch als ich euch die Klinge ziehen sah, Lindis, da fühlte ich etwas Außergewöhnliches. Das Schwert hat auf euch gewartet. Ihr wart auserkoren, es zu ziehen. Hört auf, ich bin nichts Besonderes, du Bastard. Seht es doch so. Manche Waffen fühlen sich in eurem Griff besonders wohl, oder? Nun, dem Manikati scheint es auf jeden Fall so zu gehen. Fällt es euch so leicht, dies zu aktivieren? Es scheint nicht so, als könnte es einer von uns benutzen. Es fühlt sich sehr gut an, in meiner Hand an, so. Eine Klinge, die nur ich zu fühlen vermag. Das erscheint mir akzeptabel, das kann ich verstehen. Sie ist Jans, Mewe. Dies ist das Manikati. Dies ist mein Schwert. Ich muss gut dafür sorgen. Ja. Und ich bin ein grünes Männchen. Schloss Salin. Was? Marlins Tochter ist noch immer am Leben? Ja, Lord Lundgren. Das Mädchen reist zusammen mit Kent und Jean. Wie lauten eure Befehle, wenn wir sie ziehen lassen? Bah, ich hörte, der Norden von Piran ist voller Banditen. Sie ist nur ein Mädchen. Die Reise hier überlebt sie keinesfalls. Mein älterer Bruder ist es, über den ich mir den Kopf zerbreche. Sein Leben muss schnell ein Ende finden. Das Gift, es darf nun keine Fehler geben. Ja, mein Lord. Kein Zweifel trübt seine Gedanken. Er nimmt es regelmäßig zu sich. Der Tod des Marquis, zweifellos aufgrund einer plötzlichen Krankheit, ist nun nicht mehr fern. Bald. Schon bald wird Seilen mir gehören. Abschluss Kapitel 2, Anfang Kapitel 3, die Söldnerbande. Die Worte zweier Ritter von Lycia enthüllen längst vergessene Geheimnisse. Um ihren Großvater zu treffen, reist Lin nun in Richtung Westen nach Lycia, wo ihr Schicksal sie erwartet. Eine Bergkette erhebt sich zwischen den Ebenen von Sazae und Piran. Viele Banditen lauern hier, der grausamste unter ihnen ist Talivel. Sowohl Sazae als auch Piran litten unter ihm und seine Wildheit kennt keine Grenzen. Am 10. Tage nach ihrer Abreise muss sich Lin seiner Grausamkeit stellen. Und ich bekomme jetzt einen Pack Knight. Kapitel 3, die Söldnerbande. Ich hoffe, das Tutorium ist jetzt aus. Dieser Ort, er ist... Hier gibt es nur Ruinen. Warum unternimmt der Marquis nichts dagegen? Talivir Mountain ist die Heimat einer Bande gemeiner, ruchloser Banditen. Hierher reicht der Arm des Marquis nicht. Mein Dorf befand sich in der Nähe, auf der anderen Seite des Berges. Mein Volk wurde... Die Talivir-Banditen kamen in der Dunkelheit. Es dauerte nur eine Nacht. Die Zahl der Überlebenden war geringer als 10, mich eingeschlossen. Sie sind seelenlose Bestien. Niemals werde ich ihnen vergeben. Niemals! Lindis. Ich laufe nicht davon. Ich werde zurückkehren, eines Tages, und ich werde stärker sein. Ihre Schwerter werde ich brechen, wie Zweige unter den Hufen eines wilden Hengstes brechen. Ich werde mein Volk rächen. Dies ist mein Schwur. Wenn die Zeit gekommen ist, dann nehmt mich mit euch. Jean. Auch mich dürft ihr nicht zurücklassen. Kent. Oh, auch du, Smithy? Ihr seid, ich danke euch. Ich werde mich über eine Gangbang sehr freuen. Dun, dun. Schön langsam, junge Dame.
Was hast du zu deiner Entschuldigung vorzubringen, ha? Ich... Hey, eigentlich ist sie kein übler Fang, nicht wahr, Kumpel? Ich wette, der Boss zahlt uns ein hübsches Sümmchen für sie. Ja, immerhin hat sie mich ein wenig aufgemischt, also ist es nur fair. Sie kriegt nur, was sie verdient. Was machen wir mit ihrem fliegenden Maulesel? Wagt es nicht, sie anzufassen. Was? Hüte deine Zunge, Kleine. Macht mit mir, was ihr wollt, nur... Lasst sie gehen, bitte. Ich flehe euch an. Dumme Girl. Pegasi findet man nur in Ilia. Äußerst rare Tiere. Ihr Wert übersteigt deinen um vieles. Wir können sie für einen Berg von Gold verkaufen. Sie ziehen lassen. Ha! Nein! Das dürft ihr nicht! Los jetzt! Vorwärts! Tut mir leid, ich kann diese Dialoge nicht schreien. Das kommt ein bisschen blöd. Was ist da los? Seid ihr auf der Hut, Lindis? Da drüben scheint es einigen Aufruhr zu geben. Ach, ich hab schon wieder besprungen. Sorry. Florina? Bist du es, Florina? Ah, Lynn! Florina! Was hast du denn an einem solchen Ort verloren? Lynn! Bist du es wirklich? Ich? Beruhige dich. Kein Grund für Tränen. Es tut mir leid. Ihr kennt einander? Sie ist deine Freundin. Dies ist Foria. Florina. Dies? Entschuldigung, dies ist Florina, so. Ein Pegasus-Ritter in der Ausbildung aus Ilia. In der Gegenwart von Männern fühlt sie sich ein wenig unbehaglich. Eine schwanzängstige Pussy. Entschuldigung. Sag mir, Florina, was ist hier vorgefallen? Nun, als ich erfuhr, dass du fortgegangen bist, beschloss ich dir zu folgen. Dann sah ich dieses Dorf. Ich sank herab, um zu erfragen, ob man von dir gehört hatte. Doch übersah ich jene beiden hier und ist ein Pegasus auf ihren innen gelandet? Nun ja, ein wenig. Aha, ihr habt sie gehört. Sie hat ihre Schuld zugegeben. Sie trat auf meinen Freund und muss nun die Zeche bezahlen. Hast du dich denn entschuldigt, Florina? Ja, viele Male habe ich diesen Herrn mein Bedauern beteuert. Weine nicht, es wird alles gut. Lynn, hör zu, offensichtlich tut es ihr leid. Können wir es nicht dabei belassen? Ihr scheint keine Verletzungen davongetragen zu haben. Niemals! Das Mädchen kommt mit uns! Falls nötig, werden wir sie dazu zwingen. Gut. Hey, zeigt euch, Jungs! Macht mit den Männern, was ihr wollt. Doch darf dem Mädchen kein Leid geschehen. So. Smithy! Wir müssen uns zur Wehr setzen. Lynn, du bist ein Pegasus-Reiter, habe ich recht? Du kannst kämpfen, oder irre ich mich etwa? Nein, du irrst nicht. Hör gut zu, Smithy. Wir stellen uns nun den Banditen. Zwar sind es nur kleine Fische, doch sollten wir sie nicht unterschätzen. Zürmen wir den Platz von ihnen. Bist du bereit? Die Anordnung der Gebäude hier ist für den Kampf nicht vorteilhaft, doch auch unsere Gegner werden damit Schwierigkeiten haben. Wenn wir den Schutz der Mauern geschickt nutzen, könnte uns die richtige Taktik zum Sieg verhelfen. Lynn, wer ist das? Das ist Smithy. Er ist zwar noch in der Lehre, aber er ist mein Stratege. Oh, ich verstehe. Smithy? Ich bin erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Die rotgedeckten Gebäude stehen für Dörfer. Das habe ich euch schon erklärt, dass man überbrechen will. Überspringen wir dieses Tutorium. So, hier steht ein Rarity. Gut, frei nach was denn? Meine Fotze. Ja, ich muss wieder mit ihr das Dorf besuchen. Ist da jemand? Lass uns in Frieden, ihr gemeinen Räuber. Geht weg, geht weg, geht weg. Wir haben kein Gold mehr für euch. Bla 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 bla. Wir sind keine Partiten. Bla bla bla. Okay, das ist ein Rekrutierungstyp. Entschuldigung, ich überspringe das jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf Lesen jetzt langsam. Ja, so. Ihr seht, wir haben jetzt einen rekrutiert. Und der kann aus der Ferne attackieren. Ja, jetzt muss ich mit Florina den hier finishen. So. Und mir wirklich leid, dass ich das jetzt übersprungen habe. Ab jetzt kann ich, glaube ich, wieder normal spielen. Und ja, fügt dem mal ein bisschen Schaden zu. War klar, sind ja 84%. Darf man ja verfehlen. Lächerlich sowas. Und hier
hier ist eben wieder Vorsicht angesagt, weil Bogen gut gegen Pegasi sind. Lin, was soll ich tun? Da ist ein Schütze. Was? Wo? Oh, das ist Will. Hallo. Hallo. Gehörst du auch zu Lins Freunden? Nein. Was ist denn los? Ist dir nicht wohl? Es tut mir leid, Will. Ihr Name ist Floriana. Sie ist sehr zaghaft, wenn Männer in ihrer Nähe sind. Außerdem tragt ihr einen Bogen. Oh, ich verstehe. Dann musst du ein Pegasus-Ritter sein. Ich entschuldige mich dafür, dich erschreckt zu haben. Ich habe großes Verständnis für deine Angst vor jeglicher Fernwaffe. Es tut mir leid. Selbst einen Bogen nur zu sehen, erfüllt mein Herz mit Furcht. Natürlich, das verstehe ich. Das wolltest du wahrlich nur die Schützen der Gegenseite fürchten. Nicht durch jene, die in seinen eigenen Reihen stehen. Ja, natürlich. Ja, habe ich ja schon gesagt, Bogen ist gut gegen Flugpflug. Noch die besuchen. Ja, ich überspringe den Dialog jetzt mal. Ja, haben ein bisschen Kohle bekommen. Nice. Und da unten sehen wir schon einen Waffenladen, ein Arsenal. Da werden wir uns dann mal ein bisschen aufstocken. Will, wir trainieren hier zwei Personen davon. Sowohl Will, weil Bogenschützen immer mächtig sind, als auch Florina. Denn in diesem Spiel gibt es die Triangle Attack. Die Triangle Attack funktioniert so, man stellt drei Pegasi in einem Dreieck von den Gegner und die machen einen 100%ig Crit. Das ist Imber, ja. Triangle Attack. So, ja. Triangle, Dreiecksattacke. Könnte man grob übersetzen. Aber in diesem Kapitel ist Florina etwas schwierig zu trainieren. Deswegen ja, gegnerischer Zug. Sie greifen Sean an. Mit mäßigem Damage. Ich werde nicht zweimal angreifen. Ja, habe ich schon gut eingeschätzt. So, der Bogenschütze wird ihn noch angreifen. Ja, mit einem Damage. Sollte nicht die Welt sein. Jetzt zeige ich euch, wie wir das jetzt machen. Oh, schade. Geht sich nicht ganz aus. Aber das geht sich aus. Wie viele Schritte hat sie? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, Gott sei. Ich könnte sie auswechseln, aber hat nicht wirklich Sinn. Das überlebt er schon. Ups, ich bin schon wieder am Beschleunigungsbutton angekommen, es tut mir echt leid. Das passiert manchmal, weil ich das ja alles ein bisschen knapp gelegt habe mit meinen Kürzeln. So, da kommt es wieder. Ja, sieht 50, ne? Der trifft mit 50 wie ich mit 100. Bogenschütze wird noch ein Problem werden. Aber jetzt zeige ich euch die Macht meines Bogenschützen. Ich werde jetzt mich hier ein bisschen verharren. Schön diesen Arsch hier raussnipern. Ich spreche mal ab. Schaue ich, wie viel Damage will ich mit dir machen? 6x2. Was hat sie sehr für Slimlands? Eine leichte Lanze. Oh mein Gott, ist das schlecht. So, ich heile ihn mal. Bleib aber stehen, damit er die XP bekommt. Ja, Bandit greift an. Er verfehlt mal, das ist cool. Und ein kritischer Treffer eines Kavaliers, unser erster in diesem Let's Play. Nice, 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 nice. Ja, jetzt greift der Söldner an. Ja. Jetzt ist er auf den Geschmack gekommen, Lin anzugreifen. Interessant. Das ist eigentlich ein guter Schachzug. Nummer 1. Nummer 2. Level up. Auch schon 4. Nice.